Und weiter geht's mit Infamous Second Son. Den Kampf gegen Augustin. Ich habe eben nur ein Lustrad bei gehabt. Im Augenblick mal verschnaufen können. Ist ganz gut. Bin ich eigentlich hier in der Ecke sicher, wenn sie kommt? Nein, bin ich nicht. Oh fuck. Aber ich hatte sie doch schon so weit down vor 2 oder 3 Versuchen in der letzten Folge. Darf ich jetzt? Das ist eigentlich nur ein Kreisverkehr, mehr ist das hier nicht. Ach, ich bin wieder meiner Lieblingssäule. La 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 la. La 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 la. Oh, oh. Die darf sich nicht auf mich setzen, da habe ich verloren. Und jetzt schnell, bevor sie den Fuß dahin setzt. Was meine ich? Das geht nicht. Ich bin schon eigentlich durch, aber trotzdem kann sie noch den Fuß auf mich setzen. Oder jetzt gerade. Oh, jetzt bin ich verloren, weil ich unter ihr bin. Aber sowas von. Sag ich ja, das ist unfair, ganz ehrlich. Wie soll ich denn da wegkommen, wenn die Uhr plötzlich über mir spawnt? Alter, der Kampf kostet mich noch meine Nerven. Das ist dann wieder die Lieblingsattacke von ihr. Oh fuck. Vielleicht sollte ich auch öfters fliegen. Das könnte eventuell auch die Lösung sein. Oh. Toll, jetzt habe ich überhaupt keine Chance, weil sie ja wieder hier hin. So, warten wir. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Kommt jetzt wieder der Wurm. Du bist ja blöd. Du bist blöd, du bist blöd, du bist blöd. Du bist blöd, du bist blöd, du bist blöd. Boah. Da, das meine ich. Jetzt habe ich überhaupt keine Chance mehr wegzukommen. Doch, ich habe es zum Glück noch rausgeschafft. Aber das ist gemein, wenn du in der Ecke bist und dann urplötzlich da die Ecke ist, wo sie hinspawnt. Oh, danke. Ich habe mich an ihr abgeschützt. Och, und dann bleib ich an der beschissenen Wand hängen und komme hier nicht mehr raus. Ganz toll. Alter, das ist doch furchtbar. Alter, dann ist da kein Speicherpunkt. Ja, das ist der beschissenste Kampf im ganzen Spiel, ganz ehrlich. Ja, da krieg ich einen Hals. Wie soll man denn sowas verteidigen, ganz ehrlich? Man bleibt in der Wand hängen und dann macht sie ihre Superattacke immer in die Wand rein. Weil man nicht mehr wegkommt, ey. Und dann, Alter, bist du bescheuert? Du sollst nach rechts. Gut, dass ich einen Cut gemacht habe. Das wird die Folge Ewigkeiten dauern, die letzte. Da, diese Attacke hasse ich wie die Pest. Wenn sie sich urplötzlich über einem ausbreitet und man in ihr bleibt, man kommt nicht weg. Ey.
Das ist doch furchtbar, die Tusse, ey. Ist eigentlich hier hinten drin eine Chance, oder kommt sie auch hier hinten hin? Toll, jetzt macht sie ihre Super-Attacke. Toll! Ich habe ja überhaupt keine Chance, jetzt hier wegzukommen. Ich muss immer unter dem Fuß durch, den sie gerade gesetzt hat. Oh. Ey, ganz ehrlich, Delson, ich drücke nach rechts und sprint. Nein, du sprintest nur nach rechts ohne deine Steine. Sache, ey. Oh. Mann. Oh. Och, hüpf doch. Ich werde gerade wieder ein wenig aggressiv. Weil ich Steuerung gerade nicht so will, wie ich will. Immer hoch, um immer sicher zu gehen, damit sie mich nicht trifft. So. Oh. Delson. Toll, jetzt komme ich hier hinten nicht mehr raus. Ey, das ist doch ganz ehrlich furchtbar. Ey, ich drücke nach vorne und ich komme nicht zum Aufstehen, weil sie Dauerbefeuer auf mich macht. Ey, das ist doch furchtbar, ganz ehrlich. Jetzt habe ich vergessen, wegzusprinten. Aber sie macht's schon, ey. Gott, der Fight ist doch sowas von beschissen, ganz ehrlich. Da, wenn sie dich trifft, der steht nicht sofort auf. Er bleibt liegen. Ey, ich komme immer so weit bis kurz zum Ende und dann, wenn sie dann die Attacke nochmal einsetzt, ist es vorbei. Mittlerweile habe ich auch das komplett im Griff hier alles. Ja, und jetzt nach rechts. Es dauert immer eine Sekunde, bis er den Sprint ansetzt, ey. Die Attacke immer so reinhauen muss. Und dann unten drunter durch. Toll. Toll. Ich drücke nach da. Dann heißt auch nach da, Delson, nicht geradeaus. Hat so lange nicht mehr gemacht gehabt. Toll. Och, das ist doch auch beschissen. Och, ich reg mich gerade ein bisschen zu viel auf, glaube ich. Diesmal stehen wir in der anderen Ecke von dem scheiß Vieh. So, jetzt weiß ich ja, was kommt. So.
schön. Das heißt, weggehen. Boah. Oh, geschafft. Leg mich am Arsch. Ich habe schon gedacht, ich sterbe jetzt wieder, weil ich nicht in die Ecke gekommen bin. Boah. Oh Gott, sie ist ja direkt hinter mir. So eine Scheiße. What the fuck? Oh, what the fuck, 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 what the fuck. Ja! 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 Oh! Oh! Leg mich am Arsch, geschafft! Soll ziemlich wehtun. Als der Staub sich schließlich gelegt hatte, sah man von Augustine nur noch ihre Augen, die aus der Betonhülle herausschauten. Wut, von der sie noch kurz zuvor erfüllt waren, war jetzt etwas Neuem gewichen. Furcht. Boah. Wir hatten alles zerstört. Ihre Festung, die Armee, die sie aufgestellt hatte. Die Zukunft, die sie geplant hatte. Schon bald würde es die ganze Welt erfahren. Sie hatte versagt. Zur Strecke gebracht von einem Gamer, einem Junkie und einem Rowdy aus der Kleinstadt. Die Menge jubelte, als Augustine weggebracht wurde. Vor alledem hätte niemand geglaubt, dass Menschen und Conduits zusammen leben können. Jetzt läutete ausgerechnet ich ein neues Zeitalter ein. Und die Conduits, die jahrelang in Curden Cay eingesperrt gewesen waren, sie würden bald wieder frei sein, um ihr eigenes Leben zu leben, um ihre Zukunft selbst zu gestalten. Was mich betraf, ich hatte bekommen, was ich wollte. Und jetzt? Jetzt musste ich ein Versprechen einhalten. Ja, geschafft. Oh, der Kampf ist extrem ätzend. Betty. Dalton. Du bist hier. Es ist weg. Ja. Alles ist weg. Versprochen ist versprochen, oder? Und die anderen? Du bist die Erste. Ich bin erst angekommen. Du bist mein Retter, Dalton Rowe. Wir sind da komisch. Wir schützen unsere Leute, stimmt's? Wo ist Reggie? Reggie. Hat mich gerettet. Ich liebe dich, Bruder. Und ich werde dich vermissen. Oh. Ich bin mal gespannt, ob man nochmal Seattle kehren kann, zurückkehren kann. Infamous Second Son. Gerechtigkeit, du hast eine Trophäe erhalten. Broadly created by Sucker Punch Productions. Boah. Ja, geschafft. Das war Infamous Second Son. Der erste richtige Next-Gen-Cracher für die PS4.
aus dem Hause Sucker Punch, beziehungsweise gepublished von Sony Entertainment. Ein Spiel, was sehr, sehr gut ist. Was am Ende ja tatsächlich rausgereicht wird, ist halt immer Bossfights haben sowas bei mir nach sich. Das sieht man in allen Bossfights. Guckt euch Neck an, die letzte Folge ist genauso. Das ist normal bei mir. Aber ich kann nur sagen, ein super Spiel. Ich frage mich nur, ob die Musik GEMA-frei ist. Ich hoffe es. Im Notfall mache ich eigene Musik rein. Aber auf jeden Fall kann ich euch das Spiel empfehlen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können noch nach Seattle kehren, weil ich würde schon noch gern alles befreien. Ich hätte nicht heute damit gerechnet, dass ich, wo ich um 11, halb 12 angefangen habe aufzunehmen, dass ich jetzt um 2 Uhr das Spiel durch habe. Also Spielzeit 8 bis 9 Stunden würde ich dann mal hochrechnen. Wenn man alles mitnehmen, 15 Stunden. 13, 14, wenn man alle Viertel befreit. Aber ich denke mal, ja, man kann bestimmt alles befreien, damit man Seattle komplett befreien kann. Ganz schön laut die Musik. Boah. Ah, da stehen, wer wen synchronisiert hat. Wer ist ein Sieg gewesen? Aber schade, dass Reggie gestorben ist. Ich frage mich, ob man ihn retten konnte irgendwie. Ich glaube nicht, er musste sterben, egal wie. Egal wie man sich entscheidet, ob man ein Held oder ein Bösewicht ist. Aber schade, dass so ein Charakter immer in so einem Spiel sterben muss. Immer sterben muss. Es gibt irgendwo immer irgendwo in solchen Spielen, dass einer sterben muss, der einem ins Herz wächst. Aber das war auf jeden Fall die komplett gute Art. Oh, dann bin ich ja mal gespannt, was passiert, wenn man komplett, aber wirklich komplett auf Böse trimmt. Special thanks for our families for the support we needed to bring Second Son to life. Das waren aber kurze Credits. Sony Computer Entertainment Worldwide Studios. President Worldwide Shuichi Yoshida. Das war nur Sucker Punch. Gut, dass ich den Folgencut gemacht habe. Die Folgen werden so oder so an einem Tag erschienen, also trenne ich das lieber. Wann erscheint denn das dann? Ich glaube, das ist die 8. Folge. 4 Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Könnte Freitag sein. Ich das Spiel dann in genau 2 Wochen durchgezockt. Kann passieren. Ich glaub's nicht. Mal schauen, ich weiß noch nicht, welche Tage die kommen. Aber mir hat das Spiel auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich hoffe, ich kann... Da laufen auch viele Namen durch. Ich hoffe, ich kann nochmal nach Seattle und weiter aufräumen. Dann würde ich nämlich eine Special-Folge machen, die eine Stunde dauert, indem wir Seattle aufräumen. Eine Stunde hört sich brutal an. Machen wir 2-30 Minuten Folgen besser. Und wenn es extrem lang dauert, in zweifacher Geschwindigkeit, dann rede ich ganz schnell, wie jetzt gerade... Mal schauen. Weil ich nicht gedacht, dass das Spiel so schnell durchzocke. Vor allem mit dem Gedanken bin ich heute auch gar nicht dran gegangen. Kann ich auch erzählen. Assassin's Creed Revelations bin ich auch gestern mit dem Gedanken, ich kann auch ein paar Folgen aufnehmen. Und dann bin ich so gut durchgekommen. Habe ich auch fertig aufgenommen. Gut. Dann muss ich nur noch South Park fertig aufnehmen wieder. Das dauert ja noch. Leute. Das hört immer wieder meine Wellen, sieht sicher. Bei den nächsten Projekten wird das auf jeden Fall anders werden mit meinem Witzen, weil ich habe mir so einen Absorber gekauft, den man hinter das Mikrofon macht, damit man, wie heißt denn, die Stimme, dass der Schall nicht so rankommt. Dann wird man sie immer noch hören, schätze ich mal, aber nicht mehr so lautstark, weil dann kommt nur noch die Stimme von da, wo ich spreche. Nur am ärgersten Lächeln war in Folge 21, 22, dass da mein Controller rumgespackt hat, wie der Irre. Das hat er heute nicht gemacht, heute hat dann nur die Steuerung nicht so funktioniert, wie ich wollte. Also es hat so funktioniert, wie das Spiel programmiert war, nur ich habe es mir anders vorgestellt. Punkt. War schön, dass ich das Spiel auch durch habe. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die Credits sind ja gar nicht so lang. Die sind aber kurz. Gestern habe ich hier eine halbe Stunde gesessen bei Assassin's Creed Revelations. Das war Infamous Second Son Credits. Ja,
Gerechtigkeit. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Sieg über Augustin, das Debüt, hat sie zu einem Helden gemacht und das Leben für Conduits insgesamt verbessert, besonders für Fetch und Eugene. Sie haben Weg der Gerechtigkeit gewählt, aber falls Sie sich fragen, was Sie verpasst haben, welche böse Taten oder Verluste Sie genießen hätten können, können Sie jederzeit von vorne anfangen und einen anderen Pfad einschlagen. Aber zuerst sollten Sie Ihren Sieg zementieren, indem Sie das DOP vollständig aus den Seattle vertreiben. Geben Sie keine Ruhe, bis jedes Viertel der Städte frei ist und Sie jede wertvolle Explosionsscheibe eingesammelt haben. Und das werden wir in der nächsten Versöhnung. Eine Goldtrophäe. Und wir haben Steinkräfte. Wir haben Steinkräfte. Scherbe entziehen. Schön. Okay, wir kommen keine Häuser mehr hoch. Schade. Alter. Ach du Scheiße. Und wie sie alle uns unter Namen jetzt rufen. Aber das war's auf jeden Fall mit dieser Folge in Famous Sex. Es kommen auf jeden Fall noch weitere, wenn wir alle Bezirke freuen, alle Explosionsscherben aufrüsten und das Spiel zu 100% abgeschlossen haben. Das wird ein 100% Let's Play. 100% gut. Und irgendwann, noch nicht in nächster Zeit, aber wenn ich dann wieder Lust auf das Spiel bekomme, werde ich einen Livestream veranstalten, mehrere Tage hintereinander, wo wir das Spiel als Bösewicht durchspielen. Punkt. Auf Twitch. Nur schon mal so als Info. Vielleicht seid ihr dann mit mir dabei, wenn ich das Spiel auf böse auf Twitch durchspiele. Aber ich werde dann nicht direkt von der Playstation spielen, ich werde wahrscheinlich dann mein PC-Programm zur Hilfe benutzen. Jetzt gerade hat der Controller gespackt. Es hat immer weiter. Aber egal. Wir haben noch ein paar. Wie viele Bezüge müssen wir denn noch befreien? 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bezirke. Da werden wir in der nächsten Folge 4 Bezirke befreien. Machen und danach vier Bezirke befreien, dann kommen noch genau 2 Folgen von Infamous Second Son. Vielleicht seid ihr dann noch mit dabei. Und ich hoffe, euch hat dieses Finale gefallen und euch gefallen, wie ich das Spiel gespielt habe, also mit dem guten Weg. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Leistung. Aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, zu reden. Und das tue ich jetzt. Tschüss, haut rein, euer Einzelmann. Ciao.